Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annies Spielplatz. Ich bin Annie, die mit dem Hund. Und heute möchte ich euch den aktuell letzten Schrei vorstellen. Das sind die hier, die Fidget Spinner. Die nennen sich jetzt hier Fingertip Flywheel. Das ist einfach eine andere Marke. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Farben, verschiedenen Materialien. Hier habe ich zum Beispiel hier, das ist das, was ich im Moment die ganze Zeit brauche, das Blaue. Und es hat hier am Rand... Hier, also hier außen, hat so Kugellager drin. Das heißt, man kann es so drehen oder man kann es eben so drehen. Und eigentlich wurde das zu therapeutischen Zwecken entwickelt, dass man etwas in den Hand haben kann, wenn man ein bisschen hyperaktiv ist, wenn man sich ständig die Nägel kaut, so wie ich, dass man das eben ein bisschen therapieren kann, dass man das nicht mehr macht. Aber momentan sind die gerade auf den Pausenhöfen in den Schulen der letzte Schrei. Ich zeige euch das mal kurz. Ich nehme jetzt den blauen, einfach weil ich den schon geöffnet habe. Und den hat man eigentlich einfach so in der Hand. Sieht jetzt relativ einfach aus, ist es aber nicht. Ich habe es einmal nachgedacht, was soll man jetzt mit dem? Das hält man einfach so in der Hand und das war's. Aber es ist nicht einfach, es einfach schon nur so in der Hand zu halten. Ich habe jetzt ein bisschen Übung schon drin. Man kann dann verschiedene Tricks machen, schon nur eben es so in der Hand zu halten, einfach so. Das ist wirklich eigentlich schon der Sinn davon, dass man einfach was in der Hand hat, dass man nicht einfach dasteht, nicht weiß, was man mit den Händen machen soll und dann eben anfängt, die Nägel zu kauen oder was auch immer. Man kann aber natürlich mit denen auch Tricks machen. Ich probiere jetzt mal, ob ich das gerade hinkriege. Ich habe es ein bisschen geübt, aber wenn man es ja vorspielt, geht es ja nie. Man kann zum Beispiel von einer Hand in die andere, kann man das spicken lassen, so. Oder man kann ganz einfach es halt einfach so rumdrehen, sowas. Man kann es auf der Nase kreisen lassen. Man kann wirklich, man kann es von einem, also von mir zum Beispiel zu einem Kollegen rüber spicken lassen. Es gibt da wirklich, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber wie gesagt, eigentlich ist es einfach cool, sowas in der Hand zu halten, schon nur so zu drehen. Das finde ich fast das Coolste dran, weil man da die Fliehkraft spürt. Also es ist wirklich. Es ist wirklich das Geld wert, man kann es immer benutzen, es ist nicht laut, es ist wirklich einfach, dass man was in den Händen hält. Kauft euch am besten selber eines, sie sind zwar momentan überall ausverkauft, ihr müsst schauen, wo ihr das noch herkriegt, aber dann seht ihr am besten, wovon ich rede und fällt vielleicht auch in den Bann Fidget Spinners. Also dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei einem Spielplatz. Tidalü!